Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, von einer Partei, die eine Frau aufgrund ihrer Herkunft entsorgen möchte, müssen wir uns, glaube ich, nicht erzählen lassen, wie man A, Integration wirklich macht und B, wie man Frauenrechte stärkt. Also ich glaube, da können Sie wenig zu beitragen. Aber, und ich glaube, das wird auch deutlich aus dieser Diskussion, es geht Ihnen ja hier jetzt gar nicht um die Sachdebatte. Und in vielen Bereichen gibt es ja heute bereits schon gesetzliche Regelungen, beispielsweise wenn man sich die Gerichte anguckt. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, um die Sachdebatte geht es hier bei diesem Gesetzentwurf eigentlich gar nicht. Und ich will noch mal auf eine Debatte hinweisen, die wir hier am Mittwoch geführt haben zum Thema Wahlkampf und Übergriffe im Wahlkampf. Und da habe ich schon gesagt, dass ich der Meinung bin, dass die AfD ganz maßgeblich dazu beigetragen hat, dass wir diese derzeitige Polarisierung in der Gesellschaft auch haben. Und ich finde, dass genau dieser Gesetzentwurf wieder einmal ein Beleg genau für diese These ist. Und ich finde, dass dieser Gesetzentwurf dementsprechend auch wirklich entlarvend ist.